Hallo Freunde, heute begebe ich mich auf meiner kulinarischen Reise durch Europa mal nach Italien. Ja, Miesmuscheln, es ist Miesmuschelzeit. Alle Monate mit ER hinten, also September bis Januar und Februar. Ja, da gibt es Miesmuscheln. Und heute mache ich mal nicht diese rheinische Art mit Weißwein und ja, Tomaten. Aber nicht einfach Tomaten aus der Büchse oder aus dem Tetrapack. Nee. Selbst gepellt und eingeschmort. Und ja, lasst euch mal überraschen. Hier die Zutaten. 1 Kilo Muscheln, frische. Saft einer halben Zitrone. Frisches Basilikum. Für den Soßenansatz brauchen wir etwas Sellerie, eine Möhre, zweimal Knoblauch, etwas Thymian, eine Chili, zwei Schalotten, etwas Kapern und dann natürlich Tomaten. Des Weiteren Weißwein, Salz und Pfeffer. Und hier sieht man es, dazu gibt es bei mir ein Ciabatta. In dem Falle ist das eins mit Oliven. Zuerst werden die Tomaten gewaschen und dann für eine Minute ins kochende Wasser gelegt, damit die Haut aufplatzt und damit ich sie häuten kann. Das mit diesem Einschneiden da überkreuzt, das kann man sich schenken. Die platzen sowieso überall auf. Und ich mache jetzt hier mal die ersten 4 rein, wie gesagt eine Minute, und dann kommen sie in kaltes Wasser zum Abschrecken. So, die Minute ist um und wie gesagt jetzt ins kalte Wasser. Man sieht hier auch schön, wie die Haut aufgeplatzt ist. Ins kalte Wasser deshalb, damit dieser angefangene Garprozess nicht weitergeführt wird, denn wir wollen ja die Tomaten roh verarbeiten und nicht. So, jetzt entferne ich die Haut. Sollte man zusehen, dass man vielleicht auch ein paar schon richtig überreife Tomaten bekommt. So, alle sind geschält und ich nehme mir jetzt hier 7 von 8. Die 8. möchte ich gerne filetieren und die schneide ich, erstmal hole ich hier den Strunk raus und schneide die jetzt in kleinere Würfel. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, Mensch, warum macht der Kerl sich denn da so viel Arbeit? Da holt man sich etwas aus dem Supermarkt und das ist sogar vom Geschmack her noch intensiver. Aber warum mache ich mein Ghee selbst? Warum mache ich überhaupt alles selbst? Weil ich möchte gerne diesen urtümlichen Geschmack haben und nicht, wo ich dann weiß, das habe ich nicht selbst gemacht. Also deswegen die Arbeit hier. Natürlich ist es einfacher, so einen Tetrapack aufzumachen und den einfach reinkippen. Aber mir macht Kochen Spaß und das ist meine Leidenschaft. Da werden auch schon mal Tomaten selbst gemacht. Also selbst geschnitten und gehäutet. So, Wurzelgemüse ist der nächste Schritt. Jetzt kommen die Schalotten dran, mit denen mache ich das genauso. Beim Knoblauch und beim Chili mache ich es etwas anders. Da schneide ich die Würfel schon etwas feiner. Ja, den Sellerie schneide ich auch in feinere Würfel. Chili sollte man immer vorher probieren, wie scharf sie sind. Und danach bestimmt man die Menge. Oh.
ist denn so wohl eher nur eine halbe. Und ich nehme auch die Kerne raus oder das Kerngehäuse raus. Bei Chili sollte man auch immer aufpassen, was ich jetzt hier mache, so mit den Fingern, birgt natürlich die Gefahr und man glaubt gar nicht, wie oft man sich so pro Tag, pro Stunde in den Augen rumwischt. Ich mache hier also gerade so ein bisschen gefährliches Spiel, aber ich werde dran denken. So, und die Chili auch in feine Würfel. Zu guter Letzt werde ich auch die Kapern etwas zerkleinern, hatte ich die vorhin erwähnt. Also auf jeden Fall habe ich vergessen, ich brauche auch Tomatenmark. Aber jetzt sind erstmal die Kapern hier dran. So, hier nochmal in der schönen bunten Übersicht. Schalotten, Möhren, Knoblauch, Chili, Kapern, Sellerie. Und die Tomate brauche ich nachher, wie gesagt, für die Deko. So, jetzt geht's ans Anbraten. So, etwas Olivenöl in meinen Topf. Ich habe hier ein Stück Knoblauch reingegeben und wenn ich da sehe, dass am Rand solche Blasen hochsteigen, dann kann ich beginnen, mein Gemüse anzubraten. Das ist jetzt der Fall. Und nun kommen rein zuerst die Schalotten. Als nächstes kommen rein Knoblauch, Chili, Kapern. Als nächstes jetzt die Möhren und zu guter Letzt der Sellerie. So, das hat jetzt vielleicht insgesamt eine 1,5 Minuten angespitzt. Jetzt kommt hier Tomatenmark rüber, und zwar einen Esslöffel. Soll auch noch so ein bisschen mit anschwitzen. Jetzt wird das Ganze mit einem ordentlichen Schluck Weißwein abgelöscht. Und sobald wieder Bratgeräusche entstehen, so wie jetzt zum Beispiel, kommen die Tomaten drüber. So, jetzt können wir schon mal vorsichtig Salz drüber geben. Bei den Muscheln ist das ja bekanntermaßen, wenn sie sich öffnen, dann kommt ja da etwas Meerwasser raus und das ist ja auch salzig, also Vorsicht mit Salz. Pfeffer hingegen kann nicht schaden. So, jetzt gebe ich hier noch was an Wein drüber. Gleiche Menge wie eben beim Ablöschen. Und das Ganze köchelt jetzt hier 20 Minuten ein. Deckel drauf und auf 3 von 9 runterdrehen die Platte und jetzt köcheln. So, jetzt ist es an der Zeit, dass wir uns mal um die Muscheln kümmern. Die waren also bis eben noch im Kühlschrank und auch noch nicht geöffnet hier. Die Verpackung sollte man auch immer so handhaben. Wenn man hier zum Beispiel so eine hat wie die hier, die so leicht geöffnet ist, sieht man es? Und man drückt so drauf, und die geht wieder zu, dann lebt sie noch. So, jetzt werden die gewaschen. Dann gucke ich mir die mal an, ob man noch groß putzen muss. So, Basilikum kommt nicht gleich zu Anfang rein, weil sonst haben wir das Problem, dass es schwarz wird. Oder zumindest grau. Schwarz wird es ja nicht. Mach noch ein paar von den Thymianblättern drüber. Unser Sud ist jetzt schon schön eingeköchelt. Jetzt kommen die geschnittenen Kräuter rein. Der Saft einer halben Zitrone.
Jetzt drehe ich die Platte voll auf. Und jetzt kommen die Muscheln rein. Jetzt schnell den Deckel drauf. Wir wollen die armen Tiere ja nicht zu lange quälen. Ja, deswegen Platte hochdrehen und höchstens so 7-8 Minuten brauchen die, um gar zu ziehen. In der Hälfte der Zeit, also nach 4 Minuten circa, reduziere ich dann die Hitze und ja. Dann sind unsere Muscheln schon fast fertig. So ab und an mal ein bisschen schütteln, damit die, die oben sind, auch nach unten kommen. So, und nach 8 Minuten sehen wir, dass sich die Muscheln geöffnet haben. Und ja, wer Lust hat, kann das natürlich gerne nachkochen, mir natürlich berichten. Und Daumen hoch und Abo freue ich mich immer drüber. Und ich werde jetzt anrichten. Und ja, wie immer, mir einen guten Appetit.